Hey Freunde, ich bin's Lami, willkommen zu einem neuen Video von mir. Und Leute, heute erklären Emily und ich euch mal, wie ihr mit euren Freunden zusammen Minecraft spielen könnt. Also, ihr könnt auch so Abenteuer wie wir erleben oder zum Beispiel gegen gefährliche Monster kämpfen und eine Stadt aufbauen, wie wir es getan haben. Und da viele in den Kommentaren gefragt haben, wie das geht, zeigen wir euch das jetzt mal. Und Freunde, das Ganze ist auf jeden Fall mega easy und natürlich auch sehr günstig. Und ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal ins Internet. So, und legen jetzt los. Schritt Nummer 1. Ihr müsst euch bei MCHost24 registrieren. Ihr könnt dazu einfach den ersten Link in der Videobeschreibung anklicken. Dort gebt ihr einfach euren Benutzernamen, eure E-Mail, euer Passwort ein und dann habt ihr schon den Account. Schritt Nummer 2. Wenn ihr dann auf der Startseite seid, klickt ihr einfach auf Game Server oben, dann auf Minecraft und dann ploppt das hier auf und dann könnt ihr hier direkt auswählen, wie euer Server sein soll und wie lange der laufen soll. Und wir sehen hier 3 Euro, also mega günstig, Freunde. Moment mal, 3 Euro? So viel kostet ein Big Mac. Oh ja, Emily, das heißt, heute verzichtest du mal auf den Big Mac. Oh, na gut, aber nur für den Minecraft-Server. Jetzt, Freunde, drücken wir einfach auf den nächsten Schritt und dann können wir auch direkt den Server bestellen. Und, Freunde, der Server ist dann auch schon in ein paar Sekunden fertig. Also, das geht wirklich super schnell. Und zack, Freunde. So, jetzt drücken wir auf den grünen Knopf und dann auf diese Leiste hier oben. Und dann, tada, wir können den Server starten, Freunde. Und jetzt können wir endlich mit all unseren Freunden das normale Minecraft spielen. So schnell? Aber Moment mal, können die Leute auch das Minecraft mit unseren Mods spielen? Also mit diesen coolen Waffen und diesen coolen Möbeln hier? Oh ja, natürlich können die das. Das haben wir extra nur für euch fertiggestellt, Freunde. Also nur für die Lami Army. Und Freunde, das ist auch mega, mega easy. Dazu drückt ihr einfach auf den Web-Interface-Knopf und dann kommt ihr auf diese Seite hier. Dann drückt ihr einfach auf Default und gebt mein Name Lami ein und dann kommt auch schon unser Modpack, Freunde. Das wählt ihr einfach aus, drückt auf Speichern, startet den Server, kopiert die IP-Adresse und dann, Freunde, wenn ihr die ganzen Mods installiert habt, dann geht ihr einfach auf Mehr Spieler, dann Server hinzufügen, fügt die Adresse hier ein, fertig und dann, Freunde, können wir direkt auf den Server gehen, Verbindung zum Server und Leute, wir sind auf dem Server. Emily? Lami? Moment mal, du bist ja schon früher als ich hier. Ja, natürlich, ich bin einfach schneller als du. Oh, okay, aber wir sind jetzt auf jeden Fall auf dem Minecraft-Server. Und, Freunde, wir können ja auch in den Game-Mod gehen und dann zeige ich euch mal die ganzen Mods. Und zwar, wir haben hier zum Beispiel die ganzen Möbel. Einen Moment mal. So, Emily, setz dich mal hier hin. So, bitteschön. Einmal Platz für dich und einmal Platz für mich. Und, Freunde, wir haben noch ganz andere Sachen, wie zum Beispiel diesen Kühlschrank hier. Da kannst du auch deine ganzen Burger reintun. Oder diese Couch hier. Und das Allercoolste, Emily, wir haben hier natürlich unsere mega coolen OP-Waffen. Oh, damit können wir richtig coole Monster besiegen. Ganz genau, und ich besiege das Monster vor mir. Oh Mann, ey. Aber ich würde sagen, Emily, wir könnten ja jetzt theoretisch eine kleine Base bauen und dann gegen coole Monster kämpfen. Oh ja, darauf hätte ich richtig Lust. Okay, Freunde, mal gucken. Wir haben hier auf jeden Fall noch ganz, ganz viele neue Blöcke. Zum Beispiel, oh, warte mal, Emily, dieser Block könnte dir gefallen. Na, wie gefällt dir der pinke Block? Oh, das ist so schön, Lami. Damit können wir eine richtig schöne Mädchenbase machen. Nein, auf gar keinen Fall. Wir bauen eine Jungsbase. Nein, eine Mädchenbase. Na gut, dann bauen wir einfach eine Mädchen-Jungsbase. Wie klingt das für dich? Okay, das ist in Ordnung. So. Okay, dann würde ich sagen, wir bauen jetzt erstmal die Base und dann kommen riesige Mutantenkiller auf uns zu, die wir dann auf jeden Fall besiegen werden. Oh ja, deswegen schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende, Freunde. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir nehmen noch ein paar coole Blöcke raus. Zum Beispiel, wow, der sieht cool aus. So, dann nehmen wir das mal raus. Und was hast du noch so für Blöcke, Emily? Ich habe hier eine Leiter rausgenommen, ein paar rosane Glasscheiben und diesen coolen Block, der sieht so richtig schön aus. Aber was hältst du von diesem Block? Warte, sieht der nicht cool aus? Mami, das sieht wirklich ziemlich cool aus. Und wie gefällt dir dieser Block?
diese Blöcke sind ja so cool, Lami, die möchte ich auch benutzen. Oh ja, und im normalen Minecraft gibt es sie nicht, nur im Lami-Modpack. Aber Freunde, ich würde sagen, wir bauen jetzt ganz schnell die Base, denn ich glaube, meine Schnüffelnase riecht schon ein paar Monster, die gleich auf uns zukommen werden. Oh, Lami, deine Nase ist wirklich gut. Also, so... Stark, oh. Freunde. Oh, ich glaube, unsere Base wird mega komisch. Komisch? Nein, die wird total toll. So, jetzt kommen hier noch Scheiben hin. Oh ja, bei mir kommen blaue Scheiben hin und bei dir pinke. Ich glaube, das sieht irgendwie auch cool aus, muss ich sagen. Das sieht wirklich ziemlich cool aus. Ich bin echt gespannt, wie die Base am Ende aussehen wird. Oh ja, die wird auf jeden Fall mega klasse aussehen. So, ich würde sagen, dann kommt hier noch dieser Block und das noch hier. Und ich glaube, auf jeden Fall darf hier nicht unsere mega coole Couch fehlen, oder? Oh ja, ganz wichtig. Aber warte mal, einen Kühlschrank brauchen wir auch da drin für mein ganzes Essen. Oh, stimmt. Für deine ganzen Big Macs. Oh ja, das ist ganz wichtig. So, dann mache ich mal ein Dach. Aber für mich darf auf gar keinen Fall... Oh, stimmt. Der coole Fernseher fehlen. Oh ja, ein Fernseher ist auch wichtig. Ich meine, während des Kampfes könnten wir dann Fernseh gucken. Oh, stimmt. Ich würde sagen, das kommt einfach mal, so, zack, hier hin. Und wie gefällt dir das? Warte kurz, so. Ja, das sieht schon ziemlich cool aus. Ich mache jetzt die Leiter nach oben, so, Lami. Oh, unsere Base wird so cool aussehen, Freunde. Also lasst dafür auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und vergesst auf jeden Fall nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Und ich würde sagen, hier kommen noch die zwei Türen hin. Und wow, unsere Base sieht ja jetzt schon mega cool aus. Habe ich dir doch gesagt, Lami. Aber wie wär's, wenn wir hier oben noch seinen coolen Turm haben? Oh ja, das kannst du gerne dahin bauen, so. Ich würde sagen, ich nehme mal diese Leiter hier, so zack und zack. Und dann baue ich noch so einen kleinen Turm hier hin, von dem wir dann die ganzen Mutantenmonster besiegen können. Und warte mal, hat's gerade geklingelt? Ja, natürlich, ich habe geklingelt. Die habe ich angebracht, falls die Monster anklingeln. Oh, aber ich glaube, die klingeln nicht an. Die klopfen unser Haus zusammen. Oh, das wäre gar nicht gut. So, Emily, zack und zack. Und ich glaube, mein Turm ist jetzt fertig. Oh, ich glaube, ich mache mir auch einen Turm, Lami. Oh, wie schön sieht der denn aus? So, ich mache mal die Leitern hier hin. Und ich glaube... Emily, wir brauchen auf jeden Fall noch Rüstung. Warte, ich nehme die mal ganz schnell raus. So, Diamantrüstung natürlich. So, zack, zack, zack. Und dann würde ich sagen, Emily... Oh Mann, das hätte ich fast vergessen. Dann nehmen wir noch ein paar Waffen raus und dann können die Monster kommen. Oh, ich bin schon bereit. So, ich würde sagen, Freunde, welche Waffe nehmen wir? Ich glaube, wir nehmen die hier und noch einen Raketenwerfer und ein paar Stielgranaten. Und auch noch, hier diese nuklearer Todesstrahl. Das sind auf jeden Fall mega coole OP-Waffen. Oh, Lami, was hast du denn vor? Du willst sie ja richtig wegschnetzeln. Natürlich, so wie es sich auch mit den ganzen Monstern gehört. Aber, Freunde, ich würde sagen, wir ziehen das mal ganz schnell an. So, zack, zack, zack. Und hast du deine Waffen ready? Oh, warte kurz, ich ziehe mir auch noch einen Helm an. So, ich habe meine Waffen natürlich schon ready. Alles klar, dann können die Monster jetzt kommen. Okay, Emily, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt in Game Mode 0 und was ist denn los? Dreh dich ganz schnell um. Wow, was ist das denn? Oh Gott, wo kommen die denn her? Ist das etwa ein Among Us Imposter? Ja, und da hinten ist auch Pennywise. Moment mal, da sind ja ganz viele da hinten. Oh Gott, was ist passiert? Emily, du hast unsere OP-Base kaputt gemacht. Upsi, das waren nicht extra. Oh Mann, ey. Oh, tut mir leid, Emily. Wir haben den ersten umgeschnitzelt. Jetzt haben wir gar keinen Schutz mehr. Oh Mann, oh Mann. Oh Gott, unsere Base ist total kaputt gegangen. Oh Gott, das sollte ich nächstes Mal nicht tun. Aber zack, weg mit euch. Oh, ganz genau, Freunde. Wow, ich werf mal ein paar Granaten hier hin und weg mit euch. Oh Mann, Lami, die sind echt riesig. Emily, ich habe noch einen Raketenwerfer. Ich habe keine mehr. Gott, Hilfe. Emily, Lami, hier sind noch mehr, muss ich dir sagen. Okay, das wird auf jeden Fall ein harter Kampf. Aber das ist kein Problem mit uns. Oh Gott, weg mit dir, Cartoon Cat. Bei mir ist Cartoon Dog. Moment mal. Ich kann nichts sehen. Wer ist das? Das ist Zombie Epic Sun. Was sucht der denn hier? Oh Mann, der möchte uns auch besiegen, Lami. Du musst ihn schnell wegschnetzeln, bevor er es tut. Das mache ich natürlich gerne. Ich sehe nichts mehr. Oh Gott.
Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz wechseln. Ich kümmere mich um Pennywise. Okay, dann schnetze ich Epix dann weg. Alles klar. Und los, Emily. Weg mit dir, du Riesenvieh. Oh, Freunde, das macht auf jeden Fall Riesenspaß, mit seinen Freunden hier auf diesem Minecraft-Server mit den ganzen Mods zu spielen. Oder, Emily, was findest du? Oh, ich finde das auch total cool. Vor allem diese Blöcke sind so schön, Lami. Und, Emily, ich glaube... Wir haben alle besiegt. Haben wir es wirklich geschafft? Das war ja mal total easy, aber auch total lustig. Oh ja, das muss ich auch sagen. Oh yeah. Okay, Freunde, ich würde sagen, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und vergesst natürlich nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche Videos nicht mehr verpasst. Und Freunde, schreibt doch einen Kommentar, wenn ihr ein Herz in den Kommentaren wollt oder wenn ich euch grüßen soll. Und dann würde ich sagen, checkt auf jeden Fall noch MC House 24 ab, wenn ihr einen Server haben wollt. Und bis morgen, Freunde. Ciao. Tschüss.